Einen wunderschönen Montag. Willkommen zurück hier in Luxemburg in Esch an der Alzette mit unserem Luxusliner Luxemburg. Letzte Episode ein paar Auftragslinien versucht, die eher schlecht als recht gingen, weil ich dann immer rausgestellt hat, so gut umsetzbar sind die gar nicht. Ich habe offscreen, wie angekündigt, hier ein paar Busse geholt. Hier mal voll gemacht, hier so ein bisschen grün. Die Links natürlich zu den jeweiligen Bussen in der Videobeschreibung. Hier einmal Swift, direct to Derby from Ashburn and Uttoxeter. Passt natürlich nicht. Dann haben wir hier drüben nochmal so einen schönen bunten geholt. Ja, fand ich ganz cool, 38er. Dann geht es hier drüben weiter mit den 55ern. Nochmal so ein schöner Sheffield-Bus, der mir einfach gut gefallen hat. Transportation made easy. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen Vandalismus-Bus, wo einfach nur so ein bisschen drauf gekritzelt ist, aber irgendwie gefällt mir das. Ich weiß nicht warum. Ich finde hier diese dickeren Streifen ein bisschen cooler als diese dünnen Pennstreifen hier. Aber insgesamt trotzdem cool gelungen. Dann haben wir sonst keine mehr. Die hier waren voll. Ich glaube, das war's. Also, die Links zu allen Bussen wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe ein paar Busfahrer geholt. Also jetzt bei 95 Busfahrern. Ich habe, glaube ich, auch noch Mechaniker, Reinigungskräfte und Service-Mitarbeiter eingestellt. Einfach nur, um so mal ein bisschen aufzufüllen. Und der Plan für heute war Luxemburg Stadt mit einem Depot und dementsprechend mit Linien zu versorgen. Versorgen, das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ja, versorgen. Und schauen wir mal. Ich denke, dass wir vielleicht hier so relativ zentral unser Depot hinsetzen könnten. Ist das denn hier machbar? Ja, kein Problem. Wir gehen direkt auf Stufe 3 mit 100 Stellplätzen. Kostet quasi nichts. 40.000 pro Tag. Bumm. Fertig. Was wir hier sofort machen müssen, sind Busse kaufen wir später. Eigentlich auch Busfahrer muss man hier kaufen. Das können wir aber auch später machen, weil wir sowieso erstmal Linien brauchen. Was wir in den Depot noch machen könnten, wäre es einmal umbenennen in Luxemburg Stadt. Das ist schon mal gar nicht so blöd, damit wir auch direkt wissen, okay, darum kümmern wir uns gerade. Und jetzt geht es um Buslinien. Das ist aber das, was am meisten Spaß macht. Apropos Spaß machen, es wird ein DLC kommen zum Citybus Manager. Haben sie angekündigt in einem Post. Ob das auch Spaß machen wird, weiß ich natürlich nicht. Aber man wird sehen. Ich bin gespannt. Gibt dann immer so angeteased auf jeden Fall. Da kann man mitraten, wie wohl das wie das DLC wohl heißen soll. Ich mache das mal mit Lux vorne dran, damit das für Luxemburg Stadt einfach nur gilt. Ich würde sagen, wir machen hier mal so eine, ist wirklich eine relativ straighte Nord-Süd-Querverbindung. Würde ich mal sagen. Starten wir mal hier oben in Lorenzweiler. Einfach hier an der Ecke. Ziehen dann hier relativ gemütlich mal so einen durch, eine Linie. Mit ein paar Haltestellen natürlich. Ohne groß zu gucken. Einfach nur wirklich ein paar Checkpoints, Point of Interests mitnehmen. Ein paar Häuser mitnehmen. Und dann halt schauen, dass wir hier gut Richtung Luxemburg Stadt kommen. Die Linie einigermaßen gut läuft. Im Sinne von keine blöden Kurven fahren. Eher ein bisschen großzügiger, was die Abstände angeht. So, jetzt kommen wir hier nämlich rein Richtung Luxemburg Zentrum. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir kommen von hier. Also würde ich hier nochmal halten wollen. Und dann auf jeden Fall hier das Zentrum mitnehmen. Die Frage ist nur, wo. Wir kommen über die Straße. Das heißt, guck mal, wir könnten dich doch hier mitnehmen. Ah, dann
Hier die äußere Haltestelle hier. Luxemburg Camillus. Und dann würde ich ihn hier Richtung Süden ziehen wollen. Wo ist denn? Hier ist der Bahnhof. Dann halten wir als nächstes am Bahnhof. Weil dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal direkt eine Verbindung zu unseren anderen Linien geschaffen. So, und dann würde ich ihn hier Richtung Süden ziehen wollen. Oder hier drüben. Nehmen wir Südosten mit. Einmal hier noch. Und dann enden wir hier. Was haben wir? Eine Stunde Hinfahrt. Ja, ich denke, das ist gut. Einmal wirklich eine relativ straight line vom Norden Richtung Süden. Dann machen wir eine von Ost nach West. Natürlich. So, da müssen wir auf jeden Fall auf der Seite halten. Das geht auch fahrtechnisch, okay. Ich weiß jetzt noch nicht, inwiefern das hier intelligent von der Verkehrsführung her ist. Aber ich würde es einfach mal durchziehen. Oskim werde ich dann die ganzen Bushaltestellen wieder aufwerten. Ich glaube, da macht er jetzt so eine blöde Kurve. Ja, da müssen wir hier eine extra Haltestelle geben. So, ich hoffe, dass er jetzt hier den richtigen Weg über den Kreisel nimmt. Das macht er. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Bock weiterhin auf Luxemburg und unser Sandbox-Game. Macht's natürlich relativ einfach. So, und fertig. Eine Linie. Relativ gechillt. Das nennen wir einfach mal Nord-Süd. Und dann würde ich... Ich habe jetzt kurz überlegt, ob wir ungerade Zahlen für Nord-Süd-Verbindungen machen oder Süd-Nord und gerade Zahlen für Ost-West, aber kann ich mir nicht wirklich merken auf Dauer. Ich denke, wenn wir hier um 6 anfangen, wir gehen erstmal hier hinten durch. Passen hier erstmal die Zeiten an. Ich würde sagen, längere Haltestelle auf jeden Fall am Bahnhof und im Zentrum. Also hier ein paar Minuten und hier ein paar Minuten einplanen. Einfach nur, damit da potenzielle Verspätungen schon mal direkt wieder ausgemerzt werden. Jetzt sind wir hier wieder am Gaszentral. Wald, Spritzen, du bist die Endstation. Da gehen wir dir auch mal ein paar Minuten mehr. So, was habe ich dir denn am Bahnhof gegeben? 7 Minuten und 3 Minuten am Hamilius, okay. Das sollten wir dann vielleicht hier auch auf dem Rückweg einigermaßen einhalten. 7 Minuten am Bahnhof, 3 Minuten am Hamilius und dann gehen wir straight durch, immer mit einer Minute. Dann schauen wir mal, wo wir landen. Sieht nach 3 Stunden aus. Ja, nah dran. Geben wir hier 5 Minuten Pause. Und dann haben wir 3 Stunden. Das heißt, wenn wir im Stundentakt fahren würden, wären das schon mal 3 Busse, die wir brauchen würden. 135 Leute im Stundentakt hier. Hier Stundentakt, hier Halbstundentakt ist, glaube ich, nicht so blöd. Ich glaube aktuell nicht, dass ich 135er Busse habe. Ich glaube, das höchste aktuell ist die 120. Also müssen wir auf jeden Fall größere Busse dafür holen. Aber ich finde die Taktung eigentlich ganz in Ordnung, wenn ich mir so anschaue. Wird sowieso erstmal inaktiv gelassen. Ja, 107, das ist aktuell unsere letzte. Da müssen wir uns dann drauf einigen und gucken, was genau Sache ist. Bestätigen wir. Das ist natürlich Luxemburg Stadt und die wird später aktiviert. Einfach nur, wir haben schon mal eine Linie. Da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass wir größere Busse kaufen. Das könnten wir auch eigentlich dann direkt machen sogar. Dass wir hier schon mal dran denken. Wir brauchen große Busse. 135 habe ich gesagt. Also könnten wir hier so ein... Nehmen wir mal so 150er.
So ein bisschen extra Luft hätte ich gerne. Holen wir uns hiervon einfach direkt mal 10. Dem geben wir eine neue Fahrzeuggruppe mit 150. Das heißt, wenn ihr ein paar 150er-Skins kennt, die euch gefallen, einfach mal in die Kommentare den Namen oder den Link dazu posten. Den Namen irgendwie sowas, dass ich es finde. Und dann kann ich ja vielleicht die zur nächsten Episode im Ostqueen dementsprechend färben und dann den Link natürlich auch in die Videobeschreibung packen. So, das lassen wir erstmal so. Dann sollte ich sie nicht kaufen. Ja, dann sollte ich sie nicht kaufen. Dann sollte ich sie nicht kaufen. Das wäre sonst sehr dumm. Weil sonst bräuchte ich erst wieder eine Lackiererei. Also schreibe ich mir mal auf 150er. Damit ich weiß, was Sache ist. Also, 10 mal 150er. Das ist XN oder sowas. Schreiben wir uns das direkt mal auf. Und dann ignorieren wir das und gehen hier wieder raus und machen die nächste Linie. Eine West-Ost-Linie. Ich würde sagen, wir fangen dann hier oben an. Ziehen sie hier durch, auch wieder über das Zentrum, vielleicht mit Bahnhof hier rüber. So, das ist natürlich eine eigene Linie. Das ist auch wieder eine Lux-Linie. 2 West-Ost. Dann starten wir hier in Wandhaf. Warte, nee, nicht hier, sondern hier. Dann haben wir fast das gesamte Wandhaf mit drin. Einmal dort halten und einmal hier halten. Dann halten wir hier am Ortseingang. Einmal in der Mitte und einmal am Ausgang. Dann gehen wir den oberen Weg, würde ich sagen. Oh ja, hier nehmen wir zack, die gesamten Point of Interests hier mitnehmen. Da auch, hier auch. Da haben wir viele Orte mit Interesse oder von Interesse. Ist gar nicht mal so schlecht. Dann zieht's hier rein, dann haben wir hier die Überschneidung. Ah, kannst du da nicht da lang fahren? Gut. Dann lassen wir den Bahnhof weg, fahren hier unten rum, um dann hier oben rum zu fahren. Und dann zieht es uns hier rüber. Würde ich gern hier diese Straße draufkommen? Komme ich da drauf? Ja. Eher schlecht als recht, aber wir kommen da drauf. Und dann fahren wir hier so alle paar hundert Meter gefühlt mal so eine Haltestelle an. Hier hinten ein Findel noch. Gehen wir hier hoch. Was haben wir jetzt? Eine knappe Stunde kommen. Dann nehmen wir hier noch Senninger Berg mit. Enden hier. Schön an einem Drehpunkt. Und können dann wieder zurückfahren. Sogar speichern oder? Nee, jetzt. Man kann nämlich hier gerade wieder an dem Ding zurückfahren. Das finde ich ganz okay. Ich vermute, dass wir hier auch wieder so einen großen Bus brauchen. Ist ja aber nicht schlecht. Ich meine, wir sind da in Luxemburg. Da sind natürlich viel mehr potenzielle Fahrgäste da als in Esch. Das darf man nicht vergessen. So, kommt der jetzt hier eigentlich auch gut rumgefahren? Ja, schön. Jetzt muss er natürlich hier an der Haltestelle halten. Und jetzt gucke ich mal, ob er hier unten lang fährt oder ob er jetzt an der Stelle dreht. Nee, er fährt okay. Gefällt mir. Schön. Zack. Zack. Und dann machen wir auch wieder an den beiden Stationen in der Mitte, sowie natürlich an der Endstation eine längere Haltezeit mit eingeplant. So, nimmt er den auch gut, den, ja. Ah, ich glaube, da hat er jetzt, ja, das ist falsche Straßenseite, habe ich gesehen. So ist besser.
Das sieht erstmal okay aus. Und dann enden wir hier. Und jetzt sehe ich eigentlich, dass wir hier tatsächlich nicht an der Straße, sondern auf der Straße starten sollten. Das ist das Fandango. So, und jetzt werden wir dann auch nicht hier an der am Wandhaus, sondern am Fandango enden. Dann wird er nach hinten durchfahren. Aber die löschen wir. Und jetzt, ups, jetzt haben wir nämlich hier wunderbar, dass er da hinten rumfährt und hier starten kann wieder. Fandango, da muss ich auch direkt an Bohemian Rhapsody denken. Das ist ein sehr großer Bus. Da werden wir auf jeden Fall schauen müssen, wie wir die Besatzung machen. Da brauchen wir die 191er, da kommen wir diesmal gar nicht drum herum. Taktung ein bisschen erhöhen, wir brauchen deutlich mehr Busse. So, Humulus machen wir hier 5. Das Umbock würde ich auch auf 5 Minuten machen, weil das theoretisch auch noch so ein Zentrumshaltestelle ist. Und dann hier hinten bei dem Senninger Berg, das war die Endstation. Da geben wir ihm auch ein paar Minuten mehr. So, dann sind wir bei 13. Umbock haben wir gesagt 5. Humilius haben wir gesagt 5. Und dann immer hier weiter mit 1. Gibt es leider nicht ganz so viel Pause. Tendenziell, was sagt denn hier jetzt 180? Sollen wir hier auf 30, 30 durchgängig gehen? Oh, 125. Ist halt eine relativ lange Pause hier. Aber gut, kann man machen. Würde ich auch auf die 150er Busse einfach gehen. Das heißt, wir verdoppeln die. Tendenziell direkt mal auf 20. 20 mal die 150er Busse. Ich müsste die Dinge habe ich aber schon. Können wir das bestätigen? Hauen das natürlich hier in Luxemburg rein. Und die Linie wird später aktiviert. Aber wir können die Lux-Linie 1, die Nord-Süd-Linie, schon mal direkt auf die 150er Fahrzeuggruppe feststellen. Damit das wenigstens fest ist. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir eine straighte Nord-Süd- und eine Ost-West-Verbindung in Luxemburg. Dazu Anschlüsse zwischen Luxemburg und Esch. Sowie dem anderen hier unten. Diese andere Linie ist, glaube ich, damit auch verbunden worden. Jetzt gehen wir ans kleinere und genauere Platzieren von Linien innerhalb von Luxemburgs Hauptstadt ran. Oder würde tendenziell hier vielleicht sogar eine Nord-Ost-Süd-West-Linie noch Sinn machen? Vielleicht. Und eine hier so? Könnte man drüber nachdenken. Und dann schauen, wo man punktuell noch ein bisschen was machen muss. Wieso nicht? Versuchen wir es mal, wir können ja gucken. Geldprobleme gibt es quasi nicht. Lux 3 ist Nordost, Südwest. Zack, bumm, wir starten hier oben. Und zwar, die Frage ist, wie rum? Ich würde sagen, wir starten hier und führen ihn nämlich dann auch wirklich hier oben rum. Und da können wir jetzt ruhig so ein bisschen großzügiger sein, was die Haltestellenverlegung ist, weil die Linie tendenziell kürzer wird. Wir kommen von hier. Ich würde hier das Zentrum gerne mit abdecken. Das sieht so gut aus. Schön. Damit ist hier oben alles abgedeckt. Tendenziell. Und ich brauche hier oben eigentlich keine Linie mehr reinsetzen, würde ich sagen. Zeig mir bitte mal unsere Linien und nicht die Haltestellen. Ja, doch, zeig mir sie mal. Dann haben wir so ungefähr abschätzen, wo denn welche wären.
Wenn wir hier starten, kommen wir hier hin. Wir drehen jetzt schon nach rechts oben. Ist aber nicht schlimm. Dann gehen wir doch hier runter. Ah, nee. Ist tatsächlich... Ah, das ist hier egal. Wir müssen so oder so hier rein und dann wieder rausfahren. Dann können wir hier runterfahren. So, und dann kommen wir hier runter. Hier über die Hauptstraße. Allerdings natürlich die andere Straßenseite nutzen. Jetzt sind wir hier schon am Zentrum. Ich habe Nordost-Südwest gesagt. Das wäre für mich dann hier unten irgendwie. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall von da... Oh, was ist denn hier los? Ach, wir sind hier. Wir sind hier aktuell. Da. Speicherte. Wir kommen von hier. Könnten wir nochmal hier halten? Und dann hätten wir hier wenigstens ein... Ja, wir haben da halt eine Drehmöglichkeit, die ist vorhanden. Nutzen wir die doch einfach. Dann haben wir hier quasi jetzt einen Schnittpunkt und wir haben den Bahnhof als einen Schnittpunkt. Dann brauche ich den nicht hier runterführen, sondern kann ich hier rüber gehen. Potenziell würde ich hier runter wollen. Wir machen noch eine von hier darüber. Dann brauche ich da nicht unbedingt so weit ausschlagen. Denke ich mal hier hin. Gehen wir hier runter. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier eine Linie. Wir haben hier eine Linie. Wir kommen aktuell hierher. Ich denke, wir nehmen diese Kurve. Nehmen dann hier die Kurve runter. Ja. Dann haben wir hier Überschneidungen mit anderen Linien jeweils. Auch noch so eine tendenzielle Überschneidung. Ja, nicht direkt mit denen. Aber hier haben wir eine Überschneidung. Das ist gar nicht mal so blöd. Und dann... Hier runter. Ja, wieso nicht? Einmal hier hin. Jetzt wird er wahrscheinlich da abbiegen, ja. Ich hätte dich eigentlich gerne hier unten rum gehabt, aber dann fahren wir hier hoch und enden dort. Oder enden wir hier? Enden wir hier. Finde ich nicht mal so schlecht. Ein bisschen seltsame Führung der Straße. Ich glaube, die hier brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Wir enden hier einfach. Das macht mehr Sinn. Andererseits, wir haben hier eine Haltestelle. Enden wir hier hinten. Oder da. Enden wir hier. Zack, bumm. Dort wird geendet. Und dann fahren wir wieder zurück. Allerdings auf die Straßenseite natürlich. Die Haltestelle ist ein Tick zu nah an der dran, aber da wird erstmal nicht gemeckert. Oh, hier wird aber aufgrund der Fahrbahn gemeckert. Zumindest für mich persönlich. Ist schon auf der richtigen Seite, oder? Muss das hier vielleicht halten? Könnte auch daran liegen. Wenn jetzt... Das war doch eine Haltestelle hier, oder? Ja. Ja, das ist besser. So, dann geht's hier hoch. Dann geht's hier rüber. Da kann er gerne den kürzeren Weg nehmen. Das stört mich gar nicht. Das sieht gut aus. Jetzt fahren wir natürlich auf die Seite. Ja, kann da hoch und da rumfahren. Dann müssen wir allerdings hier oben hin hier halten. Aber dann fährt er wieder blöd. Das heißt... Aber wir könnten natürlich dann stattdessen die Haltestelle nehmen und dann nach rechts abfahren.
Macht, finde ich, mehr Sinn, als hier erst nach links fahren und dann wieder zurückfahren. Ist die Haltestelle halt ein bisschen versetzt. Oh, wir haben hier noch einen Fehler. Das muss ich direkt mal rausnehmen. Und zwar Kirchberg Jean Monnet. Müssen wir auf die andere hier. Die Haltestelle danach hier hin. Und dann die hier löschen. Zack. Schon besser. Und jetzt können wir hier vom Kirchberg Jean Monnet natürlich wieder weiterfahren. Hier rein. Da fährst du wieder normal raus. Dann hältst du hier. Dann fährst du hier runter und hältst hier. Dann fährst du hier entlang, hältst hier. Und du bist an deiner Endstation. Ja, wunderbar. 1,5 Stunden. Wird relativ voll sein, nehme ich an. Geht sogar. Habe ich mehr erwartet. Aber das wird sich gleich wieder ändern, wenn wir hier die Zeit ein bisschen anpassen. Auch hier natürlich wieder am Humilius 5 Minuten. Ich denke, hier können wir auch ein paar Minuten mehr einplanen. Und dann eben an der Wechselhaltestelle. Und die ist hier, das Kockelscheuer Camping. Und dann ziehen wir das alles wieder durch bis zum Hamilius. Also wie das Rheinsheim war es dann, oder? Das Bel Air Rheinsheim. Ja. Du wirst hier schon ein bisschen tendenziell großzügiger gehalten. Und dann haben wir hier die nächste Querverbindung mit drin. 29. So, wenn wir auf Halbstundentakt gehen, wäre es bis auf 150. Dann machen wir 7 Minuten Pausen, dann wäre es okay. Was sagst du? 105, wenn wir hier auf 30 gehen? 90. Relativ konstant. Finde ich nicht so schlecht. Ich finde dieses Ding hier noch ein bisschen schwierig zu lesen für mich, aber gut. Wenn wir hier auf Stunde gehen, bis zu 105. Naja, dann gehen wir eben auf 30-Minuten-Taktung. Dann haben wir auf jeden Fall kleine Busse, das heißt 107er. Oder wir schauen mal, ob wir da vielleicht noch eine andere sogar nehmen. Bestätigen wir erstmal, schicken das auch nach Luxemburg Stadt, später aktivieren. Aber wir können in den Bussen direkt mal nachschauen, damit ich mir ausschreibe, was für Busse ich mir dafür kaufen muss. Oder im besten Falle kaufe. Doppeldecker. 128er. Die haben wir noch nicht. Ansonsten würden wir ja schon bei den 140ern landen. Ja, nehmen wir nochmal so 10 128er, würde ich sagen. Dafür könnt ihr auch gerne irgendwelche Skins natürlich vorschlagen. Jetzt haben wir hier eine Verbindung hier oben, hier runterwegs. Eine quer und eine quer. Ich denke, wir könnten jetzt hier starten. Und hier eben vom Westen, Südwesten, also hier eher aus rein Westen mal kommen. Hier und dann. Ja, eigentlich müssten wir weder hier rüber. Aber wir könnten hier hingehen. Dann würden wir hier nämlich so ein bisschen im Westen von Luxemburg mit einbauen. So eine Tendenz Richtung Süden wieder hochschlagen. Weil hier haben wir ein paar Haltestellen, hier haben wir Haltestellen. Den Bereich hier finde ich ganz gut abgedeckt. Rein von Haltestellen, Einzugsgebiet her. Sah das eigentlich ganz gut aus. Hier oben denke ich auch, dass es okay ist. Da kann man über einzelne Linien nachdenken, so die eben über die Landstraßen quasi fahren. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rüber gehen Richtung Sandweiler und hier vielleicht noch so ein bisschen, ist das nicht so blöd. Also starten wir quasi in Bertrange, nehmen hier unten mit, hier hoch, ziehen hier unten, dann haben wir hier den Westen eigentlich abgedeckt. Hier so Tendenz Richtung Süden, eventuell dann hier lang. Irgendwie sowas, glaube ich, ist nicht so blöd. Machen wir mal als Linie 4. West. Ja,
Ist eigentlich Ost, West-Ost 2 ist das eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist auch noch, keine Sorge, kommt noch. Wenn wir hier unten anfangen, fahren wir hier hoch. Ich würde tatsächlich hier rumfahren wollen. Dann kannst du hier halten. Dann fahren wir hier rum. Und hier über den unteren Part. Dann hier hoch. Und dann haben wir hier so ein bisschen Überschneidung. So. Da mag ich die Verkehrsführung nicht. Das heißt, wenn, dann müsste er hier halten. Da sind wir ein bisschen zu nah beieinander, also ziehen wir hier schon runter. Bei denen würde ich dann wieder über den Bahnhof ziehen wollen. Da muss ich mal gucken. Eventuell lassen wir ihn hier halten. Fährt er hier hoch, da runter. Dann könnte man ihn hier einmal halten lassen und dann nochmal hier am Bahnhof. Ist natürlich hier zwei sehr nahe Haltestellen, tendenziell. Obwohl die hier trotzdem 4 Minuten Fahrzeit einplanen. Finde ich ein bisschen krass. So, und dann ziehen wir ihn hier hoch. Dann kommen wir nämlich jetzt hier in dem Part nochmal kurz rein. Eventuell hier so. Ich wollte... Ah, hier komme ich nicht durch. Wir müssen... wahrscheinlich hier auf die Autobahn kommen. Was eigentlich heißt, ich muss die Haltestelle mitnehmen. Die Haltestelle kann ich noch mitnehmen. Tendenz, hier ist eigentlich jetzt... Ja, komm. Nehmen wir dich mit. Und dann würde es hoffentlich hier hochgehen. Hier rüber. Nee, du willst hier unten lang fahren. Okay. Dann fahren wir über Itzig. Dann nehmen wir Itzig eben auch noch kurz mit. Einmal hier. Einmal dort. Fahren wir einmal durch Itzig. Ich glaube, wir enden in Itzig, oder? Dann ist es eher eine Westrichtung Südlinie statt Ost. Südost. Ups. Südost. Was ist denn los? Südost. Mai, oh mai, oh mai. Da kann ich ja gar nicht schreiben gerade. Lass mal das wegmachen. Lass mal die wegmachen. Und jetzt sehen wir hier so die Linie. Ja, ist okay, denke ich. Und jetzt können wir von hier, von Itzig, wieder zurückziehen. Und dann haben wir eben heute auch wieder 4 Linien gemacht. Schauen wir mal, ich notiere mir natürlich dann wieder, was für Busse ich brauche, damit die eben für die nächste Episode organisiert werden. Also wenn ihr Vorschläge habt für die Skins, immer her damit. Muss ich ganz kurz gucken. Ja, kann, glaube ich, hier am Bahnhof relativ gut drehen. Dann akzeptiere ich das mal. Ansonsten, wenn eben bis zum Moment der Aufnahme nichts da ist. Ich werde wahrscheinlich Sonntagabend wieder aufnehmen. Die Haltestelle ist hier Unsinn, oder? Nee, fährt hier rum, hier hoch. Das ist schon richtig. Also wahrscheinlich spätestens Sonntagabend werde ich aufnehmen. Das heißt, wenn ihr eben dann bis dahin irgendwas gepostet habt, werde ich dran gucken. Oje, Mini, was ist das denn für eine blöde Linienführung hier? Ansonsten eben nicht. Müssen wir die Haltestelle ausfallen lassen? Was haben wir denn hier? Etat-Unis. Davor wäre Saint-Cyr, das bist du.
Und dann ist es schon das Marie-Adelaide. Und das müsste hier unten die sein, oder? Ja. Das heißt, wir könnten sonst tendenziell da oben die eine Haltestelle ignorieren. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir hier tendenziell nicht so gut. Aber mir fällt jetzt spontan keine bessere Ding ein. Wir müssen die eine Haltestelle hier ausfallen lassen auf dem Rückweg. Weil die führt nämlich nur hier komplett außen rum und das will ich eigentlich nicht machen. Tut mir leid, da müssen sich dann die Leute eben irgendwie mit klarkommen. Sorry. So, wenn ihr gerne ein Charakter wärt hier in meinem Betriebshof in Luxemburg, wie immer einfach Kommentar da lassen, welche Rolle ihr gerne hättet und wie euer Charakter heißen soll. Natürlich. Und jetzt ab sofort auch, wenn ihr eben Busfahrer sein wollt, zum Beispiel in welchem Depot ihr arbeiten wollt, ob im Hauptdepot oder eben in meinem Luxemburg-Depot. So, wir fangen hier erstmal wieder an mit Linien anpassen. Ganz klar ist wieder am Gar natürlich ordentlich Zeit einzuplanen. So, und dann sind wir hier in Itzig. Da geben wir dir auch ein paar Minuten Pause. Hier auch. Und dann schauen wir mal, bei was wir ankommen. Ja, wenn wir hier auf 100, wenn wir hier 8 Minuten Pause machen, hättest du 150 Minuten, also könnten wir 30 Minuten Taktung machen. Ich glaube, dass die okay ist. Ja, ist auch relativ konstanter Fluss da. Wir können hier später anfangen. Können einen Ticken länger fahren lassen, dass wir hier noch so ein paar vereinzelte Seelen mitnehmen. 120 habe ich gesagt, gell? Ja. Ja, wäre wahrscheinlich 128er-Gruppe mit drinne. Dann würde ich die auch dementsprechend mal festhalten. Machen wir einfach 20 128er und 20 150er mit. Dann haben wir die nämlich auch drinne. Und da werde ich mir dann offscreen ein paar schöne Dinger mal anschauen. Ansonsten natürlich eure Vorschläge zuerst wahrnehmen. Es sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch vereinzelte Punkte hier oben, so der Norden, Teile des Westens, hier unten im Süden vereinzelt und hier so ein bisschen zentral bis Osten hin noch nicht ganz so abgedeckt. Aber insgesamt finde ich, dass Luxemburg-Stadt relativ gut abgedeckt ist. Da kann man so eins, zwei Linien noch mit rein friemeln. Ich würde sagen, von hier über den Hauptbahnhof hier so nach Westen nochmal. So ein kleiner Bogen und dann vielleicht hier so ein Osten, Bahnhof, Süden irgendwie so eine verschnörkelte Linie nochmal haben, die so ein paar Haltestellen doppelt mitnimmt, aber eben trotzdem noch Umsteigemöglichkeiten eben in die anderen Regionen ermöglicht. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd. Damit allerdings kümmern wir uns frühestens in der nächsten Episode. Heute mal wieder eine kürzere Episode, ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Wenn ihr Vorschläge, Ideen habt, immer her damit. Sowohl für Esch als auch hier für Luxemburg oder für irgendwelche Linien, die kommen müssen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.